That's a final countdown. Fun Trick für dich. Zieh dir mal. Ja, der Fun Trick interessiert mich nicht. Aber danke dir, Frankie. Oh mein Gott, God Quest Center. Erste Quest. Home liken und abonnieren. Auf jeden Fall. Das ist die beste Quest. Da, Shoutout an. Oh mein Gott, wer hat das gesagt? Gamer Pokémon Go. Shoutout, Mann. Was ist in 5 Minuten? Das neue Feature in Pokémon Go. Quests. Warum gibt es kein Oster-Event? Es gibt gerade ein Oster-Event. Extravaganza. Doppel-Sternstaub. So. Was geht hier ab, Leute? 3 Minuten noch. 3 Minuten. Alle gehen in 2 Minuten. Ich gehe auch in 2 Minuten, wenn die da sind. Auf jeden Fall danke an euch 1000 Leute da. Mein Gott. Viel zu viele Nachrichten. Ich kann echt gar nichts mehr lesen. Sind da? Quests sind da? Online, yeah? Wird getrollt oder wird nicht getrollt? Musik echt passend. Bisschen spannend. Bisschen mysteriös. Quest ist da. Schon da, muss nur starten. Okay, jetzt schreiben es echt eine Menge. Kann ich euch glauben? Kann ich euch Gaunern vertrauen? Okay, jetzt schreibt echt jeder sind da. Ich fange dieses von Leo und dann starte ich mal neu. Sind da. Schreibt echt jeder jetzt. Schauen wir mal. Lüge, schreiben ein paar. Also wenn, dann sehe ich es eh nicht, weil man muss erstmal einen Stop drehen. Sind da, hab Urlaub im Screen. Jetzt sind aktiviert. Oh mein Gott! Sie sind da! Fang 10 Pokémon! Quests sind da, Leute! Transfer 5 Pokémon! Oida, Quests sind da! Hong, how are you? It's been a while! You've become quite the trainer! Okay. Dreh 5 Stops, fang 10 Pokémon. Oh mein Gott, alle sind weg, alle gehen raus. Und Transfer 5 Pokémon. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Dreh 5 Stops, fang 10 Pokémon, verschick 5 Pokémon. Das sind die Belohnungen. Heute. Das sind krasse Belohnungen. Und das? Besuche einen Pokéstop und erfahre mehr. Alles klar. Leute, das war's. Die meisten hauen eh schon ab. Das war's von mir. Danke fürs Vorbeischauen. Heute war echt episch. Wir haben die 1000 Abos, nicht 1000 Abos, 1000 Zuschauer geknackt, live. Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe ein bisschen meine Stimme verloren. Wir haben gerade gestreamt und auf die Quest gewartet. Die sind übrigens jetzt da. Alter, der Stream ging so ab. Wir haben die 1000 Zuschauer geknackt. Das war zu krass. Ich werde wahrscheinlich ein paar Highlights einblenden. Auf jeden Fall, Quests sind da. Wir waren online, live, im Livestream, als die Quests gekommen sind. Ich habe ein Pokémon gefangen. Auf einmal stand da 1 von 5 oder so Quests erfüllt. Dann habe ich es verschickt. Dann stand da auch nochmal 1 von 10 oder so. Also ich bin gehypt. Der Stream war gehypt. Die 1000 Leute waren gehypt. Jetzt geht es erstmal raus, die Quests erfüllen. So. Ist wahrscheinlich richtig dunkel und ihr seht gar nichts, aber wenn er entdeckt, die Quests so spät bringt. So, erstmal hier die Details. Quests sind da. Bla bla bla. Aber wer liest sich schon die Anleitung durch? Einfach zocken, hier. Das haben wir schon durchgelesen. Genau. Hier. Dreh 5 Stops, fang 10 Pokémon und verschicke 5. Und die Belohnungen sind echt nicht schlecht. 3 Module, ein Inkubator und 10 Superbälle, okay. So. Schauen wir mal, wie das so aussieht. Da. Und ich habe eine neue Aufgabe bekommen. Die können wir hier sehen im Fernglas. So, bei Field. Bekämpfe eine Arena. Alles klar, das machen wir gleich. Erstmal hier nochmal drehen, weil das müsste auch als Stop zählen. Und. Genau, 2. Aber ich habe jetzt keine neue Field bekommen, oder? Oder kann man immer nur eine? Ah ne, die kriegt man echt nur aus Stops. Nicht aus Arena-Stops, okay. Und hier bei Special.
paar Pokémon fangen. Okay. Und dann kriege ich einen Stempel. Bei 7 Stempeln gibt's Mew. Und hier bei 7 Stempeln gibt's unter anderem Lavados oder ein paar andere Sachen. Alles klar, los geht's. So, stellen wir uns kurz mal unters Licht, weil gleich habe ich die erste Aufgabe erledigt, und zwar 5 Pokémon verschicken. Bam, so sieht das jetzt aus. Ah, bei Special. Claim Reward. Oh, 500 XP. Das kann man so stapeln und dann zum Beispiel ein Glücksei zünden. Oh, das ist auch cool. Auf jeden Fall noch ein paar Stops drehen und ein paar Pokémon fangen. Auf geht's. So, angekommen bei einer Arena, lass mal hier drehen, kriegen wir neue Aufgaben und 5 Stops gedreht, Moment, dann drehe ich die auch noch schnell. So, bam, zweite Special Aufgabe erfüllt, das Special, Claim Reward, muss noch 2 Pokémon fangen und dann kriege ich den ersten Stempel, 7 Stempel und es kommt Mew. Field. Ich habe jetzt 3 Aufgaben. Fang 3 Pidgeys oder Murkrows, also Taubsi oder Klamurks. Und fang 3 Mauzi oder Skitty. Ja, das will ich wegschmeißen. You can visit a Pokestop to find another. Perfekt. Weil von denen werde ich jetzt nicht so viele finden. Okay. Und jetzt machen wir mal ein Gym Battle. Dann müssten wir die erste Field-Aufgabe, Quest, erfüllen. Mal schauen, was wir dann als Belohnung bekommen. Alles sehr mysteriös am Anfang. Ich bin gehypt. Abgesehen davon, dass es halt stockdunkel ist. Und ich nicht so gut drehen kann, aber abgesehen davon ist Softic. So. Battle in der Gym. 1. Geschafft. Fliehen. Weil es kurz vor Mitternacht, ich will die Leute nicht rauskicken jetzt, weil die ihr Gold für morgen noch brauchen. So, Claim Reward, was haben wir bekommen? Also erstmal ein Stempel und bekommen haben wir ein Mankey haben wir bekommen. 100% Mankey. Okay, wir haben daraus ein Mankey bekommen, coole Sache. Gib mir 100% Mankey aus dem ersten Forschungsprojekt. Komm. Und? Oh? Ach. Ah, passt. Weiter geht's. Noch ein paar Stops drehen. Und dann schauen wir mal, was wir für Quests noch rausbekommen. Also. Hab jetzt genug Pokestops gedreht und kann das hier jetzt einlösen. Und meine Belohnung abholen. Cool. 10 Superbälle, einen Inkubator, 3 Lockmodule. Danke Hong, now I should be able to detect anything out of the ordinary, okay. Oh, mythical Pokémon, extremely rare. Many consider the existence to be mere rumor. Oh, Gemunkel. Gemunkel beste, die Straßen munkeln immer. Okay. Please complete the following research task. Oh, hä? Ich dachte, es geht nur eine pro Tag, aber okay. Es gibt noch mehr. 2 Candies durchwalken, okay, durchlaufen, was nicht so gut ist, wenn man einen legendären hat. 10 Great Throws und 3 Eier brüten. Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger jetzt geworden. Da muss ich echt mein Buddy erstmal ändern. Okay, aber das würde jetzt nicht noch einen neuen Stempel geben, glaube ich. Es geht nur ein Stempel pro Tag, also selbst wenn ich das mache, obwohl da doch 2 von 8, das hat nichts mit dem Stempel zu tun. Wenn ich 8 von 8 habe, und das kann ich eigentlich jetzt direkt machen, also nicht direkt, aber an einem Tag, dann kommt direkt Mew, dann muss man nicht eine Woche warten. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, wieder zurück. Ich bin erstmal durch mit Minecraft.
Wieso? Das zeige ich euch gleich. Ich blende hier noch einen Quest ein. Ich blende euch noch einen Quest ein, den ich gerade gemacht habe. Fang drei Käfer-Pokémon. Und als Boss gab es dann Pinsir. Richtig passend. Ihr wisst, Pinsir mein Liebling. Die Frage ist, ob es immer Pinsir gibt. Oder ob auch mal Sichler kommen kann oder sowas. So, schauen wir uns mal die Quests an. Also, wegen der Spezialforschung muss ich noch zwei Bonbons erlaufen. Ich laufe gerade momentan mit Mewtwo und ich habe 15 Kilometer oder so. Das kann ich jetzt hier einfach wegschmeißen. Die 15 werden dann echt verschwendet. Das laufe ich noch zu Ende, ein Bonbon mit Mewtwo und dann wechsle ich zu einem, der nur 1 Kilometer braucht. Das mache ich dann alles morgen. Und dann noch drei Eier brüten. Eins habe ich gebrütet. Übrigens ein 96er oder 98er Kindwurm, also echt nicht schlecht. KP und Angriff auf 15. Und der dritte Wert Defense ist entweder 98 oder 96. 596 hatte der und 601 ist glaube ich 100%. Auf jeden Fall das. Auch morgen easy. Es gibt ja momentan nur 2 Kilometer Eier. Und dann... Also ich check immer noch nicht das mit den Stempeln, weil wenn ich das hier einfach durchmache, dann kommt glaube ich Mew. Wenn ich das durchmache, dann gibt es einfach Fortschritt für die Medaille und EP und Punkte und Staub. Deswegen check ich das mit den Stempeln noch nicht ganz. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich nur 2 gerade drin, weil die Feldforschungen abhängig von den Stops sind. Das heißt, die in meiner Umgebung habe ich jetzt schon alle durch. Ich habe mal eine Liste gesehen. Auf Reddit wurde gerade in den ganzen Gruppen gepostet. Es gibt echt eine Menge Aufgaben, richtig krass. Füge ich euch vielleicht nach unten in die Beschreibung, dann könnt ihr selber mal draufklicken. Aber bestimmt gibt es dann im Verlauf der Woche irgendwelche Guides, irgendwelche Artikel, wo dann jede Quest gelistet wird. Also lassen wir uns erstmal überraschen. Auf jeden Fall cool. Der Hype war krass. Über 1000 Zuschauer. Aber für mich war es das erstmal für heute. Morgen geht's dann los. Ich glaube, ich pack's irgendwie nach Parsing und dann die ganzen Quests erfüllen. Auf der Jagd nach Mew. Schauen wir mal, 2 von 8, wie lange ich dafür brauchen werde und wie schwer die dann danach werden. Der Hype ist da, die Quests sind da. Auf geht's. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.